ich hol nochmal, okay? Ja. Ja, du musst natürlich mal da reingucken. Warte, Magnus. Ey! Wir machen ganz lecker Essen. Freust du dich schon aufs Essen? Tilly, was gibt's denn jetzt? Oh, was gibt's jetzt zu essen, Tilda? Hast du doch gemacht, musst du doch wissen. Pommes. Was noch? Brötchen. Brötchen? Habt ihr auch Brötchen gebacken? Mm. Selbstgemachte Brötchen? Ich höre schon auf mit. Ich mach jetzt nochmal. Genau, du hast Röcke. Okay, ist sehr gut. Sieht man das? Da oben, da gibt es den besten Kaffee der Stadt. Könnt ihr gleich sehen. Was sagst du? Maggi? Kaffee. Los, lauf vor, Teddy. Sarah, wo fahren wir nachher hin? Na, ins Ritz. Na, ins Ritz, das muss man ein bisschen genauer beschreiben. Das ist ein Kinderfest. Feiern eine Party. Also echt super cool im Ritz. Die machen einen riesen Aufwand. Die haben, Sarah hat gesagt, die haben Kai Lüftner eingeladen. Und machen ja, so. Müssen wir gleich noch. Ich super viel zu essen für die Kinder und zeigen wir euch nachher. Ah, siehst? Was? Guck mich mal an. Was seid ihr jetzt? Die Mama hat euch jetzt geschminkt. Was bist du, Tildi? Eine Hexe. Und du? Ein Monster. Ein Monster. Macht mal beide. Wenn man es nicht wüsste, man wird nicht glauben, dass das Ritz-Kathen ist. Das ist der Keller. Weil wir sind ja nicht nur zum Spaß da. Wir lesen heute auch ein bisschen für Kinder vor. Das heißt, wir besorgen uns jetzt hier so einen Wagen. Und dann fahren wir unser ganzes Zeug hoch, damit wir bei der Party überhaupt mitmachen können. Guck mal, da hinten sieht man, dass Sarah jetzt gerade unsere Ecke aufbaut. Die baut jetzt gleich den Roll-Up auf. Und ich glaube, sie schämt sich ein bisschen dafür, dass sie sich so schön verkleidet hat, weil Sarah ist nämlich die Einzige, die sich verkleidet hat. Die ganzen Leute vom Ritz-Kathen sind selber nämlich nicht geschminkt. Letztes Jahr waren alle verkleidet. Nur wir nicht. Das müsst ihr euch reinziehen. Vorhin war es so leer, als wir gekommen sind. Und jetzt durch das an. Einfach brechend voll. So, pass auf, zieht euch das mal rein. Das sind die Klos auf dem Ritz-Kathen. Und jetzt erklärt mir mal, wozu es eine Sitzbank gibt. In einem Klo. Wozu? Das, wenn das Geschäft anstrengend war, dann kann man sich hier ausruhen. Du willst nix, niemals nix. Du willst überhaupt nix, nicht weit ins. Du willst nix, niemals nix. Du willst überhaupt